Guck mal, das geht auch. Hm? Wow. Blatt. So, jetzt muss ich aber nicht sputen. Halbe Stunde noch. So, jetzt gehe ich da rein, weil die ist, wenn man hier geblieben wäre, wäre die jetzt direkt hier in der Scheune, glaube ich. Nee, noch nicht. Okay, ich passe jetzt mal auf. Jetzt müsste es eigentlich gleich passieren. Die hat doch gesagt, in der Scheune, oder? Nee, ich glaube, du musst in die Scheune rein. Geh in die Scheune rein. Ich glaube, ich muss hier draußen bleiben. Nicht glaub? Jetzt kommt sie. Ah ja, genau. Aber die sagt jetzt gleich einfach nur, wir treffen uns in der Scheune. Red mal mit ihr. Geht gar nicht, ignoriert dich sogar. Mhm. Ja, Bitch, lass mich in Ruhe, yo. So. Sie sagt jetzt nämlich in der Scheune, dass sie hier drin kämpft und ich draußen kämpfen soll, bitte. Yo, Bitch, bald ist es soweit. Du kümmerst dich um die um den Außenbereich, Grashüpfer, Bitch, yo. Behalte die Karte im Auge, sofern du eine hast, yo. Was auch immer geschieht und so. Die dürfen nicht hier reinkommen, in meine Hood. Sie nähern sich der Scheiße hier auch von hinten. Also sogar von hinten kommen sie, yo. Du solltest die Pfeile aussuchen und dann hier die Kisten kaputt machen. Und so, yo. Was auch immer. Mach mal. So, jetzt müssen wir warten. Bis der Morgen erwacht. So. Da kommen schon die Aliens. Und da kommen die Aliens. Die Aliens. Und zwar kommen sie von allen Seiten. Das Gute ist, man hat einen kleinen Helfer. Und zwar der Hund. Der Hund zeigt einem nämlich, welches von den Viechern am nächsten ist. Der meint nicht das hier, der meint wahrscheinlich hinten. Hinten kommt jetzt einer, der wird schon relativ nah sein. Oha. Die sehen schon gruselig aus. Ja, ne? Meinst du, das sind wirklich Außerirdische oder mehr so böse Dämonenviecher? Puh, keine Ahnung, so habe ich mir wirklich noch keinen. Vielleicht sind das ja die Mondmenschen. Glaubst du? Ich weiß es nicht. Ja, Sascha macht das recht gut. Guck mal nach dem Hund, ob der vielleicht noch was entdeckt hat gleich. Oh, oh. Hinterm Haus geiert einer rum. Ja. Hat er gesagt, sie können auch von hinten kommen. Oh. Okay, hier muss schon einer relativ nah sein. Wo rennt der hin, Alter? Der trollt dich. Ah, da. Ich muss das noch 2 Stunden so verteidigen. Aber 2 Echtzeitstunden, ne? Ja, ja. Das ist ja böse. Wenn er knurrt, ist einer ganz nah, nehme ich mal an. Oder? Einfach nur, der bellt allgemein immer. Ich brauche ganz dringend Pfeile. Fuck. Au. Der war nicht so cool. Schnell. Boah, Alter. Schön, dass man Aliens einfach mit Pfeilen bekämpfen kann. Wissen wir Bescheid, falls mal irgendwas sein sollte. Ja, ja. Scheiß auf irgendwelche Atomraketen und so. Pfeil und Bogen rausgenommen. Ich habe keine Ahnung, wo der Hund ist. Da ist er. Und die Sonne geht langsam schon auf. Das ist ein gutes Zeichen. Du hast es fast geschafft. Ist auch Stress genug hier gerade. Ja, das war's schon. Gut. Gut. Whee! Wusch! Whee! So, ein paar Soundeffekte hier noch mit reinzubringen. Piu, 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 piu. Yo, wir haben es geschafft, yo, wir haben sie besiegt.
Danke, Diggi. Danke für deine Hilfe. Die Kühe wurden gerettet. Nimm bitte hier diese geile Scheiße an. Wenn du es trinkst, dann geht's dir gut. Prost. Du hast eine Milchflasche erhalten. Die Milch versorgt dich mit wertvollem Kalzium. Meine Schwester wird gleich aufstehen. Ich muss rasch zurück in die Hut. Hau rein, Diggi. Du hast den Bauernmädchen geholfen. So. Oder war dein Pferd? Ja, das soll er sein. Ich warte nur, bis der nächste Tag anbricht. Mach die Kiste kaputt, dann kriegst du noch irgendwas. Schnell! Falle! Gut. Und... Dämmerung des zweiten Tages. Es verbleiben 48 Stunden. Dass wir immer nur diese 27 Stunden haben, nee. Ja, danke vor dir, der Hund. So, die machen morgens um 6 auf, was bedeutet, sie haben jetzt schon offen. Ich glaube, die sind gerade nicht am Frühstücken. Romani's Ranch. So. Ist hier keiner drin? Nee, okay. Ja, die sind wahrscheinlich nur nachts daheim. Also, oder abends und so. Ja, das kann sein. Aber abends kommt man hier gar nicht rein. Doch, ich meine schon. Ich hab's gerade probiert. Da steht dann dran, morgens um 6 geöffnet. Oh. Hm. Aber irgendwann sind die da drin, das weiß ich. Ja, ja. Ich glaube, die sind da drin. Ja. Oh, hallo. Ich möchte auch Milch in die Stadt bringen, yo. Du bleibst hier und pass auf alles auf. Du willst doch nicht, dass sich die Kühe einsam fühlen, oder? Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich fahre mit dem Wagen in die Stadt. Willst du mich begleiten? Heute Abend gegen 6 Uhr fahre ich los. Wenn du Lust hast, kannst du gerne mitkommen. Cremia, die Besitzerin der Ranch, wurde ins Notizbuch eingetragen. Ziemlich cremig, diese Cremia. Ja, ne? Geh mal da rein. Ist da irgendwas drin noch? In dem Heu? Ja. War da nicht mal irgendwas drin? In irgendeinem Heu war ja, irgendwas. Ja, aber das war in Ocarina of Time in der Scheune, auch auf der Ranch. Ach so. Da, Du spielst die Ocarina doch. Die Ocarina ertönt doch nichts passiert. Yes, sir. Okay, wir gehen in die Nacht des zweiten Tages. Was bedeutet... Das verbleiben 27 Stunden. Ja, 27. Da ist sie. Das Pferd sieht lustig aus. Das sah auch mal anders aus, oder? Mhm. Ja. Oh. Oh, guten Abend. Ich fahre jetzt in die Stadt, um eine Lieferung zu machen. Möchtest du mitfahren? Yo. Und los geht's. Oh, das freut mich. Ich fühle mich irgendwie sehr einsam. Darum freue ich mich über jede Gesellschaft. Ist auch geil, dass sie ein Lenkrad in der Hand hat. Ja. Mit dem Pferd, Alter. Es ist schon eine Weile her, seit unser Vater von uns gegangen ist. Ich kümmere mich um die Ranch. Die Küken wirken irgendwie bedrückt und erschöpft. Auch finde ich überall zerbrochene Krüge. Was kann man da nur tun? Auch meine Schwester Romani erscheint sehr besorgt zu sein. Sie übt täglich mit dem Bogen. Was erzählt man sich in der Stadt über den Mond? Er scheint viel größer zu sein als sonst.
Alter, das Ding hat ein Gesicht. Ja. Ist das noch niemand aufgefallen? Ja, die heißt doch Romani. Sag ich doch. Ja, aber in dem anderen Zelda ist sie Marlon, ja, ja. Ich blablabla, Anju. Übermorgen wird sie als Braut vor dem Altar treten. Übermorgen ist die Welt aber schon weg. Ich frage mich, ob dieses Ding tatsächlich herabstürzen wird. Sascha guckt mich ganz angeekelt an wegen seinem Energy Drink. Alter, das schmeckt wie Gummibärchen, das Ding, ey. Ist ja übereklig. Boah. Was? Die Straße? Junge, schnapp dir deinen Bogen. A big fucking gun. Schnapp dir eine Waffe und los geht's. Ich glaube, eine andere Gang ist unter uns her. Ist halt echt so. Jetzt gibt's Drive-By. GTA 5. Oh cool, diese Schilder sind auch neu, oder? Mhm. Zuerst wird die Milchstraße durch einen Felsen blockiert. Und jetzt? Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen wohl diesen Umweg in Kauf nehmen. Ach du Scheiße. Sind wir schon da? Ist der reinste Krieg, Baby. Bist du bereit? Ich werde versuchen, uns so rasch wie möglich hier rauszubringen. Du musst versuchen, unseren Verfolger mit Pfeilen zu erschießen. Ich glaube, sie sind hinter den Milchkrügen her. Hinter meinen Titten. Hinter meinen Milchpäckchen. Danke, ich verlasse mich auf dich. Wenn wir es schaffen, hier heil rauszukommen, dann mache ich dir einen geilen Gefallen, Alter. Bin ich dir einen großen Gefallen schuldig? Das kann man echt zwei so, GG. Oh, wer ist das wohl? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wer das sein könnte. Ja, halten aber recht viele Pfeile aus. Also die als Endgegner wären auch nicht schlecht, oder? Ja, gell? So viel wie die aussehen. Überleg mal, Pfeile, Alter. Das sind echte Pfeile. Ja, eben. Ich würde schon nach einem Tod umfallen. Weinen. Ich auch. Ich würde meine Abo-Enten zu Hilfe rufen. Meine Abo-Enten schwimmen in einem Teich. Die Pferde teilweise seitlich laufen. Das geht halt eigentlich gar nicht. Sieht ziemlich lustig aus. Wie das halt aussieht, wie Esel, nur wie Esel. Ja. Die Esel haben ja auch Augenbrauen. Mhm, klar. Boah. Oh. Was? Das war's. Du hast es aber noch geschafft, oder? Ja, ja. Okay. Ist ja keiner zerbrochen. Glück gehabt. Eine war gerade ziemlich nah dran. Herr Barton war sehr froh, endlich eine neue Lieferung zu erhalten. Ich danke dir, du warst großartig. Das ist zwar nicht sehr viel, aber bitte nimm es an. Romanis Maske. Milchbarlatte. Ja. Diese Maske wird nur an wenige erwachsene Kunden vergeben. Sie ist das Zeichen der Mitgliedschaft. Hiermit erkenne ich dich als erwachsen an. Du hast die Milch beschützt. Schau mal, das ist ein echter Kuhkopf gerade gewesen. Hast du es gesehen? Das war im Original auch nicht so.